Es gibt Dinge, die so wichtig für uns sind, die uns aber niemand sagt. Und diese Dinge beeinflussen unser Leben dermaßen, dass wir davon krank werden. Ich werde dich heute aufklären. Ich werde dir sagen, um was es geht. Und ich werde dir sagen, was du tun kannst. Es ist immens wichtig, dass du dieses Video anschaust und dir diese Informationen holst. Und gleich geht's los. Bevor wir jetzt mit diesen wichtigen, bevor wir jetzt gleich mit diesem wichtigen Video beginnen, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass ich unter dem Video dir verschiedene Links eingefügt habe, die du anschauen kannst von kostenlosen Angeboten von Smarana und auch von unserem Smarana Festival. Und am Festival werde ich persönlich für dich da sein. Ich werde alle Fragen beantworten und ich weiß jetzt schon, dass wir an diesem Festival ein ganz großes Feld der Heilung eröffnen werden und dass da ganz viele wunderschöne Dinge geschehen werden, wenn wir in die Zeitlinienarbeit hineingehen und dann unsere Energien zur Heilung, zur Transformation nutzen. Und es ist wichtig, dass genau die Menschen kommen, die sich gerufen fühlen. Denn es wird so wundervoll werden, wenn du dabei bist. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, was uns verschwiegen wird, wo überhaupt niemand darüber spricht und was die ganze Zeit im Hintergrund getan wird und was sich die ganze Zeit auch immer mehr steigert. Das steigert sich ja kolossal und das hat angefangen in der C-Zeit natürlich, ganz klar, wo die Zeit des Wandels begann. Und damals war das erste Mal die Angst. Die Angst da, die Angst zu sterben letztendlich, krank zu werden oder zu sterben. Das ist eine Angst, die braucht ein spirituell erwachter Mensch nicht zu haben, weil er ja weiß, die Seele lebt ewig. Wer jetzt nicht daran glaubt, hat da schon wieder ein Problem. Aber heute soll es mal gar nicht darum gehen, sondern es soll darum gehen, um unseren Energiekörper, um unsere Aura. Unser physischer Körper wird erst dann krank, wenn sich der Energiekörper, der um den physischen Körper liegt, mit so viel negativer Energie aufgefüllt hat, dass er platzt, dass er überläuft. Und sobald er überläuft, dann kommen die Energien rein in den Körper und machen dir Schmerzen. Und das gibt Migräne, das gibt Schlafprobleme, das gibt Depressionen, also Kopfschmerzen, alles Mögliche. Das ist etwas, was durch negative Nachrichten, durch negative Medienmeldungen geschürt wird. Und es hat sich ja gesteigert jetzt bis zu den Kriegsnachrichten, der Angst vor einem Krieg. Also es ist, die hören ja nicht auf. Und das hat einen Plan, das hat ein Ziel, nämlich uns schwach zu machen und um uns noch besser für das zu missbrauchen, sage ich mal, was die gerne möchten. Ich habe da etwas vorbereitet, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Leider muss ich dir sagen, dass du wegen Selbstmord hier bist. Was? Nein, das muss eine Verwechslung sein. Sowas würde ich niemals tun. Der spirituelle Körper bewahrt ein Verzeichnis aller Taten auf, die man auf der Erde begangen hat. Dann wird er auch zeigen, dass ich an einer Krankheit gestorben bin. Deine Krankheit ist das Ergebnis eines höheren Gesetzes. Welches Gesetz? Aktion und Reaktion. Weil du dir einfach nicht vorstellen kannst, dass Wut, Hass, Neid, Egoismus, Intoleranz Bestandteile einer Diagnose sind. Zwar besitzen die Organe des somatischen Körpers unschätzbare Reserven, aber sie ertragen es nicht, Jahr für Jahr immer nur schlecht behandelt zu werden. Dein Magen-Darm-Apparat war von unzähligen Exzessen jedweder Art vollkommen zerstört. Eine Tat, die über viele Jahre immer wieder ausgeführt wird, hat nur ein Ergebnis: einen unbewussten Selbstmord. Da hast du die Erklärung für ein so großes Leiden. Hunderte und Aberhunderte von Menschen verlassen jeden Tag aus genau denselben Gründen unfreiwillig das Leben auf der Erde. Eine wahrhaft leise Katastrophe, die sich da abspielt. Und jetzt, André, nutze die Zeit und gönne deinem Geist die Erholung. Verzweiflung löst die Probleme ja auch nicht. Das Gute im Leben ist, immer wieder neu anzufangen.
Und das hat er so schön gesagt. Das Gute im Leben ist, dass du immer wieder neu anfangen kannst. Und ich will euch einfach nur zeigen, jetzt mit diesem sehr emotionalen Beitrag, wie wichtig es ist, dass wir uns abgrenzen von all diesen negativen Energien. Und es hat keinen Sinn, wütend zu sein. Du wirst Depressionen bekommen, du wirst Angstzustände bekommen. Viele Menschen leiden unter Schlafstörungen, unter Magenproblemen, unter Migräne, unter all diesen Dingen. Das kommt einfach von den negativen Emotionen. Und je nachdem, wie lange du diese negativen Emotionen in deinem Leben gehabt hast, je nachdem, wie weit der Speicher sich füllt, wenn er übervoll ist, kann der Körper das nicht mehr abbauen und dann beginnst du, krank zu werden. Wir haben eine wundervolle Ausbildung, nämlich den Zeitlinienheiler mit der Quantentechnik. Da gehen wir sehr explizit auf alle negativen Energien ein und du kannst auch eine sehr gute Heilung erlangen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir für uns sorgen. Und am Festival werden wir sogar über die Zeitlinienheilung für die Erde ganz viel tun. Aber es ist wichtig, dass wir aus dieser Schwingung herauskommen in die Meditation, in heilende, positive Energien. Denn wer will schon einen unbewussten Selbstmord beginnen? Und es heißt ja sogar, wenn man einen Selbstmord begeht, dass man dann wiederkommen muss auf die Erde, und um eben daraus zu lernen und das Karma abzubauen. Also das heißt für uns, sobald wir beginnen, uns dem Positiven mit allen Sinnen, auch mit dem Energiekörper, mit allen Sinnen, die wir haben, zuzuwenden, haben wir die Lebensaufgabe geschafft und bringen auch dadurch die Erde in eine positiv schwingende Energie. Das ist so wichtig. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich gebe jetzt dieser Klientin von mir einfach einen Fantasienamen aus dem Grund, damit sie nicht erkannt wird und sie somit auch anonym bleiben kann. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel von Anna an, die jahrelang unter unbewältigtem Groll gegenüber einem Familienmitglied litt. Ja, ihre chronischen Rückenschmerzen verschwanden erst, als sie lernte, loszulassen und zu vergeben. Also sie hat so viel Groll gehabt, dass sie Rückenschmerzen bekam und dies chronisch. Also da hat sich unheimlich viel angesammelt gehabt. Und das Loslassen und Vergeben und auch sich selbst in dem Moment vergeben, bringt die Energien dazu, sich aufzulösen. Oder ich nenne jetzt auch wieder einen Fantasienamen für einen Klienten von mir. Wir nennen ihn mal Max. Max, der durch einen sehr stressigen Job und oft Ärger im Job über seine Kollegen gesundheitlich schwer angeschlagen war. Also ja, der hat darunter gelitten, es war für ihn kaum auszuhalten. Aber nur so lange, bis er seine Einstellung änderte und bewusster mit seinen Emotionen umging. Einstellung ändern heißt, bei sich selbst bleiben, sich abgrenzen, nicht auf die anderen achten und bewusst zu sich selbst stehen und dann seine Emotionen natürlich kontrollieren. Das sind Dinge, die kann man lernen und das sind Dinge, die einem helfen. Und gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wo ja viele Konzerne Wert darauf legen, dass wir Medikamente nehmen oder uns pieksen lassen, weil wir eben Angst haben zu sterben oder solche Dinge, ja, oder weil wir ganz einfach eine Angst vor einer Krankheit haben. Das brauchen wir nicht zu haben, diese Angst. Und sobald wir in diese Angst hineingehen, beginnt sich das Fass zu füllen, das Fass unseres Emotionalkörpers, und wir werden krank, sobald es überläuft. Das heißt, unsere Organe werden krank, wir werden da an der Stelle unseres Körpers krank, wo wir eben eine Schwachstelle haben. Und dann bist du in diesem Prozess drinnen und sobald du in diesem Prozess bist, kommst du kaum mehr heraus. Das ist also wirklich zu beachten, dass du vorher oder dass du jetzt in diesem Moment neu beginnst, wenn du noch gar nicht krank bist, dass du jetzt beginnst,
deine Emotionen zu kontrollieren. Das ist sowas wichtig. Also vergeben und loslassen. Vergeben ist ein ganz mächtiges Werkzeug, um inneren Frieden zu bekommen und körperliche Gesundheit zu fördern. Die praktischen Schritte zur Vergebung, das ist das Erkennen des eigenen Schmerzes, das Verstehen der Perspektive des anderen und das Loslassen der negativen Emotionen. Das sind Schritte, die kann man lernen. Und wenn du denkst, du bist dann wieder gesund, dann ist es doch das, was ich in erster Linie tun möchte, was ich euch so sehr ans Herz lege. Macht Ausbildungen, wo ihr selbst euch heilen könnt und kontrolliert euer Denken. Lasst euch nicht mehr beeinflussen von anderen, von außen, von negativen Dingen, sondern beginnt euer Leben in die richtige Bahn zu lenken durch positive Gedanken. Wenn du mehr solche wunderschönen Botschaften, die jetzt auch gleich kommt, haben möchtest oder Informationen, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, um wirklich stets informiert zu sein und auch teilen, damit andere Menschen davon erfahren. Wir werden jetzt eine wunderschöne Meditation zusammen machen, in der du deinen emotionalen Körper reinigen kannst. Aber das ist nur ein Teil der großen Heilung. Danach musst du aktiv werden, vergeben, loslassen und dich selbst heilen. Aber alles ist möglich und besonders, ich weiß es ganz genau, es wird an unserem Smarana Festival so viele Möglichkeiten der Heilung geben, weil dort sehen wir uns in die Augen, dort sind wir ganz nah beieinander und über diesen Kontakt, das ist ein intensiver Seelenkontakt, wird Heilung geschehen. So wurde es mir gesagt. Ich darf noch nicht so viel darüber reden, aber diejenigen, die kommen, haben ein ganz großes Potenzial, eine sehr schöne Heilung zu erhalten. Und so freue ich mich so sehr auf euch alle. Und jetzt lade ich euch ein zu dieser Meditation. Auch die wird heilsam sein, auch die wird euch gut tun. Und genießt einfach, genießt und lasst euch fallen. Ihr müsst jetzt mal gar nichts machen. Ich sprühe mich ein mit dem Aura Spray der Heilung. Das liebe ich auch sehr, weil das Aura Spray der Heilung kommt nochmal die Energie von Erzengel Raphael zu uns und bringt uns so in die höhere Schwingung, wo dann auch alles leichter geht. Liebe Herzensmenschen, ich darf jeden einzelnen von euch voller Liebe begrüßen zu dieser heilenden Meditation. Und da ich gerade von Erzengel Raphael sprach, hat er sich eingefunden und wird während dieser Meditation bei uns sein. Und vielleicht spürst du seine Anwesenheit, seine Energie und seine tiefe Liebe, die er jetzt zu uns alle sendet. Und wenn du bereit bist, seine Worte zu hören, dann öffne nun dein Herz und zeige Erzengel Raphael dein Licht und deine Liebe. Er wird sofort seine Liebe und sein Licht zu dir zurücksenden. Und so genieße jetzt schon einmal diese wundervolle Energie, wie sie dich umgibt und trägt. Mit dem Segen des Lichtes begrüße ich dich. Ich bin Erzengel Raphael und ich spreche zu dir voller Liebe und Achtsamkeit. Denn ich weiß, wie schwer es im Moment für dich sein kann, aber nur sein kann. Denn ich bin hier, um dir zu helfen, um dir den Weg zu weisen und die Heilung deines Körpers zu unterstützen.
Und so ist es doch immer deine Entscheidung, wie du etwas bewertest, ob du einer Situation eine positive oder eine negative Seite gibst. Es ist allein deine Entscheidung. Und vielleicht ist es ja möglich, dass du in Zukunft etwas besser darauf achtest. Und wenn es dir nicht möglich ist, ein positives Gefühl für eine Situation zu erwecken, dann bitte ich dich, geh in die Neutralität. Denn die Neutralität, sie wird dich schützen und tragen und sie wird vor allen Dingen deinen Energiekörper schützen. Lieber Mensch, du hast einen so wundervollen Körper bekommen und es ist an dir, ihn zu pflegen. Und dies kannst du mit deinen Gedanken tun, mit deiner Liebe und deinem Licht. Und schon allein, wenn du diese Worte hörst, wird sich etwas in dir verändern. Denn das Bewusstsein, welches lichtvoll jetzt zu dir einströmt, erhebt deine Energie. Und das, was dich bedrückt, darf jetzt einfach gehen. Ich nehme dir das, was dich belastet. Ich erleichtere dich und erhöhe deine Schwingung, so wie es jetzt für dich in diesem Moment gut und richtig ist. Und so spüre die Schwingung in deinem Körper, in deinen Zellen. Spüre, wie die Liebe von Raphael nun sich mit dir verbindet, von Herz zu Herz. Von Seele zu Seele, von Licht zu Licht. Und so vergib dir für all die bewussten oder unbewussten Gedanken, die du hattest. Vergib dir und lasse los von allem, was dich schwach macht, von allem, was negativ ist. Denn du bist ein so wundervolles Wesen, und du könntest ein glückliches Leben hier auf der Erde führen. Und du könntest auch andere Menschen mit deinem Licht beglücken. Und nun sehe ich, wie deine Seele strahlt und ich erkenne, wie Heilung in dir geschieht. Und so begib dich in die Vergebung zu dir und zu anderen Menschen, denen du vielleicht sogar unbewusst ein Wort gesagt hast, was nicht positiv war. Lass all dies gehen und sei ganz bei dir. Heilung geschieht so, wie es gut für dich ist. Vergebung geschieht genauso, wie es gut für dich ist. Und du beginnst zu schwingen im Licht der Heilung. Jede Zelle deines Körpers beginnt zu schwingen und so spürst du, wie du im Einklang kommst mit den Schwingungen der Liebe des Universums, mit dem All-Einen, der liebevoll zu dir schaut. Denn ich, Erzengel Raphael, bin ein Bote Gottes, ein Bote, der dich unterstützt, weiterhin gut durch dein Leben zu kommen und der dir ermöglicht, Heilung zu erhalten. Und wenn du heilst, heilt die ganze Welt. Jeder von euch, der heute hier ist und Heilung bekommt, heilt automatisch ein kleines weiteres Stückchen auch deine Welt, deine Erde. Und so hast du schon jetzt allein durch das Zuhören Großes bewirkt. Und ich bin dir sehr dankbar, dass ich diese Worte und diese Energien heute dir überbringen durfte. Und so lächle ich dich an. Und vielleicht vermagst du mir zurückzulächeln. Und dieses Lächeln ist das größte Geschenk der Dankbarkeit für mich. So ist es. Und so sende ich dir wieder den Segen des Lichtes zum Abschied.
Dein Erzengel Raphael. Ich danke euch für diese große Herzensliebe, die fühlbar war, und wünsche mir, dass dieses Video, diese Botschaft ganz viel für euch verändern wird. Wir sehen uns zum Festival. Ich freue mich so sehr. Alles Liebe.